kommt ein besonderes Highlight, auf das ich mich wirklich freue. Ich freue mich auf alles hier, aber das ist was tatsächlich Besonderes, weil hier auch viele Interessen zusammenkommen. Was haben wir für ein Panel? Ich bin ja der Moderator nur an der Seite von diesen dreien Persönlichkeiten. Und ich würde jetzt zu meiner Rechten beginnen mit der Vorstellung. Ich will sie kurz halten, die Vorstellung, weil davon auch Zeit abgeht. Aber das ganze Team hat das so super ausgearbeitet. Deswegen fange ich mal einfach an. Dr. Ulrike Krog, sie ist Bloggerin, Speakerin, Medizinjournalistin, zweifache Buchautorin und Mutter, Hobbygärtnerin und nicht zuletzt leidenschaftlich sehr versierte Ärztin. Eine echte Tausendsasser, die mit 28 Jahren bereits ihren Abschluss und auch den Doktortitel in Humanmedizin in der Tasche hatte. Heute ist sie Allgemeinmedizinerin in der Kleinstadt Wetterau in Hessen, ganz in der Nähe von Professor Schäfer. Schöne Ecke. Ja, schöne Ecke, genau. Und zuerst, glaube ich, war sie überrascht von der ganzen Anzahl von Patientinnen und Patienten dort, fühlt sich aber in der Zwischenzeit sehr wohl. Also, das ist eine Perspektive. Dann die Dame in der Mitte, Anisa Idris. Sie ist Vernetzungsspezialistin und kennt sich mit fast allen Tücken wie Brücken der Gesundheitsbranche bestens aus, sogar von zwei Seiten. Bei der Gesundheits-App Ada Health setzt sich die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin mit dem Marktzugang digitaler Lösungen und den Hürden der Gesundheitspolitik auseinander. Zuvor war sie für die Novartis Pharma AG aktiv und organisierte dort unter anderem die strategische Ausrichtung aller digitalen Aktivitäten. Das ist ja nicht so wenig. Und seit 2020 engagiert sie sich zudem als Vorstandsmitglied im Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung und kümmert sich dort als Vizepräsidentin um den patent- und erstattungsrechtlichen Fragestellungsbereich. Also sage ich wieder eine nächste Perspektive. Und dann kommen wir zu Professor Dr. Jürgen Schäfer. Das lese ich nicht ab, weil ich den echt gut kenne. Wir beide waren tätig in Marburg zusammen. Professor Schäfer ist von Hause aus Kardiologe. Und er hat aber, das darf ich sagen, das Glück gehabt, eine Stiftungsprofessur zu bekommen. Und diese Stiftungsprofessur, ja, für Prävention, für viele Themen, aber die hat ihm die Chance gegeben, mal aus dem Alltag ein bisschen rauszurücken, ein bisschen nachzudenken, über unerkannte Diagnosen nachzudenken, zu forschen, was hat denn die Patientin, der Patient. Und so wurde er immer akribischer und dann gab das ja so eine amerikanische Serie mit einem total schrägen Arzt, kennen Sie Dr. House? Er wird ja genannt der deutsche Dr. House, er ist auch ein bisschen schräg, aber positiv schräg wie eigentlich der andere auch. Also so hat sich das wirklich etabliert und wir beide haben dann überlegt, auch was kann man tun. Professor Schäfer ist Leiter des Zentrums und das ist jetzt das ganz Besondere, für seltene oder für unerkannte und seltene Erkrankungen, weil es eben nicht nur die seltenen Erkrankungen sind, die das Problem sind. Man kann ja auch eine häufige Erkrankung haben, die unerkannt ist. Und diese Abkürzung, ZUSE, die passt eigentlich zusammen mit dem Erstbeschreiber, mit dem Entdecker von Computersystemen und das war schon irgendwie hinweisgebend und damit sind wir in der ganzen Datenwissenschaft. Und das ist jetzt das, was ich an Einleitung sagen wollte. Also wirklich eine tolle Runde. Und deswegen starte ich jetzt auch dann da außen und dann kommen wir wieder nach innen. Lieber Jürgen, du hast ganz viele Anfragen von Patientinnen und Patienten. Die wissen gar nicht weiter. Das erschlägt dich und deine Gruppe. Wie gehst du damit um? Was kann man tun? Wo siehst du das Licht am Ende des Tunnels? Ja, nur ganz kurz, also dieses ZUSE, in Anlehnung an Konrad ZUSE, wurde ja gegründet durch deine Initiative. Also ohne unseren Koordinator wäre das ZUSE nie gegründet worden, wäre ich heute auch nicht hier. Und sagen wir, alles, was in Deutschland bewegt worden ist, durch diesen enormen Zulauf, den wir in Marburg
mitgemacht haben, wäre ohne deine Initiative seinerzeit nicht entstanden. Da würde Dafür bekommt er heute Abend ein Glas Wein extra. Aber, also da nochmal ein dickes Dankeschön. Aber das, was man sagen muss, diese Patienten, die sich bei uns melden, die würden halt mittlerweile vorgescreent. Wir haben eine Lotsin, eine nichtärztliche Lotsin, die guckt erstmal nach Formalien, ob das eine Anfrage ist vom Patienten selber oder vom Hausarzt, von einer Klinik oder von einem Facharzt. Wenn das eine Eigenanfrage ist, bitten wir immer, dass die Hausärzte oder die Kliniken sich an uns wenden. Und dann wird eine fachliche über so ein Screening gemacht, ob das was ist, was primär in die Neurologie gehört oder wo wir uns gemeinsam Kopf machen müssen, wie dringlich das ist, weil wir sehr, sehr lange Wartezeiten haben. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Also die Triage ist eine Herausforderung. Und darum brauchen wir Computerunterstützung. Das kann man hier so sagen. Ja, und dann sind wir ja schon wieder mitten beim Thema, weil dann sage ich mir, brauchen wir dann eigentlich nur noch Computerunterstützung? Weil wir haben ja, und da ist auch ein direkter Link hier, Martin Hirsch, der ja nicht ganz unwesentlich an dem Zustandekommen von EDA Health ist, der jetzt auch Professor, Professor für künstliche Intelligenz in Marburg. Wie weit kann denn jetzt zum Beispiel ein solches System wie EDA Health helfen, dass vielleicht gar nicht die 1000 Anfragen dahin kommen, sondern vielleicht schon vorselektiert werden? Wie ist das, Anisa? Ja, also brauchen wir Computerunterstützung? Auf jeden Fall. Ach so, ja doch, du bist drauf. Ja. Auf jeden Fall, genau. Man muss sich einmal ganz kurz die Dimension klar machen. Wir haben ungefähr zurzeit im ICD-10-Code 55.000 bekannte Krankheiten. Seltene Erkrankungen sind ca. 5.000 bis 7.000 bekannt. Und die Anzahl der Krankheiten, die wächst immer weiter. Und wir haben keinen Konsens darüber, welche Symptome zu welcher Krankheit gehören. Bei manchen Krankheiten ist es einfach, was ist Fieber, das können wir bestimmen. Aber wenn wir jetzt an ADHS denken, ab wann ist ein Kind so unruhig, dass wir sagen, ja, es hat ADHS, und ab wann ist es vielleicht einfach nur ein normales Kind, das lebhaft ist. Und in Anbetracht dieser Sache brauchen wir Computerunterstützung, um uns zu helfen, den Überblick zu wahren. Aber dann hinterher, in dem zweiten Schritt geht es ohne behandelnde Ärzte und die Erfahrung von Ärzten nicht. Ja, also so gut ist KI heute nicht, dass es das leisten kann, was der Mensch leisten kann, bei Weitem nicht, aber es ist eine notwendige Lösung. Und EDA Health, Dankeschön. Und was EDA Health macht, ist, dass es die Symptome aus Sicht des Patienten bewertet. Wir haben ja sonst meistens immer nur die Arztperspektive. Das heißt, wenn ein Arzt mich jetzt sieht, dann sagt er vielleicht blass um die Nase oder rote Bäckchen, weil das Mikro nicht funktioniert, und kann daraus etwas schlussfolgern. Was EDA Health tut, ist es, dass es Patient Reported Input bewertet, und der wird heute kaum systematisch aufgenommen. Und das soll auch Ärzten helfen, die Anamnese schneller zu machen. Und ich glaube, dass wir in Zukunft davon noch mehr brauchen. Aber es ist halt die Perspektive des Patienten, und ein Arzt muss immer noch drauf gucken. Genau. Ich würde das nochmal gerne, vielleicht behältst du das Mikrofon, an Jürgen quasi die Frage zurückgeben. Also ihr seid Zimmer an Zimmer, ihr diskutiert das. Wo siehst du die Weiterentwicklung jetzt für diese besonderen Erkrankungen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre schon froh, wenn wir die Möglichkeiten, die wir heute hätten ohne KI, nur mit der IT-Nutzung, die es jetzt schon gibt, besser nutzen würden. Und ich fand es auch vom Herrn Bohlen einen unglaublich spannenden Vortrag mit der EPA, die nicht weiter warten kann. Meine Forderung oder unsere Forderung aus Marburg, die auch der Herr Gallach als Vorsitzender vom Rat der Weisen im Gesundheitswesen teilt, ist, dass wir eine diagnoseunterstützende EPA fordern. Die Gunst der späten Geburt könnte uns da helfen, dass diese EPA dann nicht nur Papierakten auf einen USB-Stick transferiert, das hilft uns ja überhaupt nicht weiter, sondern das System weiter diagnosefördernd ist. Ich kann ein schönes Beispiel, wir haben einen gemeinsamen Patienten, der wurde blind, taub, herzschwach, nachdem man eine neue Hüfte gekriegt hat. Die Krankenkasse hätte die Diagnose selber stellen können, weil die haben ja die Rechnung bezahlt. Von der neuen Hüfte, das war eine Metallprothese,
Dann haben sie den Augenarzt bezahlt, weil der Mann blind wurde, hat ihm Hörgeräte bezahlt und haben den Kardiologen bezahlt. Und dafür braucht man wenig Intelligenz, schon gar keine KI, sondern da bräuchte man nur einen pfiffigen Bioinformatiker, der sagt, Hüftprothese, blind, taub, herzschwach, Kobaltvergiftung. So einfach kann Medizin manchmal sein, wenn man die Daten hat und wenn man die benutzen darf. Und deshalb fand ich den Vortrag von der PVK so wichtig, weil viele Daten haben ja die Krankenkassen, nur die dürfen sie gar nicht nutzen. Und wenn wir das machen würden, dann hätten wir da schon einen großen Schritt. Und mit der KI-Entwicklung, ich finde es toll, also dass da Kopf an Kopf, dass wir uns da zum Kaffee trinken treffen können, dass wir das gemeinsam besprechen. Das ist eine unglaubliche Bereicherung für uns am Standort, dass wir Leute haben wie den Martin Hirsch. Jetzt komme ich zu Ulrike, weil das ist jetzt der Punkt. Gehen wir in die Praxis einer Landärztin rein und wir hören das KI und was es alles gibt. Wie siehst du diesen Bedarf für das Tägliche? Wo denkst du oder wie häufig denkst du, meine Güte, ich müsste etwas entlastet werden, zum Beispiel durch solche Technologie? Wie ist deine Meinung dazu? Also ich sag mal, im Bereich der seltenen Erkrankungen wäre das sicherlich hilfreich. Also es kommt auch gar nicht so selten vor, dass wir in der Praxis damit konfrontiert werden. Da ist irgendetwas, irgendeine Erkrankung, die offenbar dahinter steckt und die Patienten kommen zu mir und sind wirklich schon durchdiagnostiziert durch alle möglichen Fachdisziplinen und wir kommen aber in dem Sinn nicht weiter und ich dann auch wirklich sagen muss, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich sie noch hinschicken soll. Ich weiß nicht, ob da vielleicht was Psychosomatisches dahinter steckt oder ob es irgendeine seltene Erkrankung ist. Wenn es da eventuell Algorithmen gäbe, eine KI, die das so ein bisschen, die mich vielleicht so als Hausärztin auf eine Idee bringt, die ich vielleicht nicht habe, weil das in dem Fall nicht so oft vorkommt, das wäre sicherlich sehr das wäre eine gute Unterstützung. Für die ganzen normalen alltäglichen Geschichten meiner Arbeit als Hausärztin sehe ich es nicht ganz so wichtig, weil da einfach die Erfahrung und die Häufigkeit der Symptome einfach zählt. Anissa, da ist ein Wort gerade gefallen, psychosomatisch. Mhm. Das Ganze lässt sich natürlich irgendwie für organische Erkrankungen noch relativ einfach so strukturieren, ja. Jetzt kommen wir mit der Psyche dazu. Wie ist Eda da unterwegs? Ja, vielleicht einen Schritt zurück. Seltene Erkrankungen werden im Schnitt nach 5 bis 7 Jahren diagnostiziert. Davon erhält die Hälfte in der Zeit Therapien und von dieser falsche Therapien für falsche Krankheitsbilder und von dieser sind die Hälfte Psychotherapien. Also man muss sich das mal vorstellen, man ist erkrankt und man wird als erstes mal abgeschoben in die psychosomatische Ecke, obwohl man eigentlich eine somatische Erkrankung hat. Ich finde, das ist ein schlimmer Zustand, ja, den man nicht einfach so leicht runterschlucken sollte. Genau. Nichtsdestotrotz zur Psychotherapie. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, damit, vernünftig eine Anamnese zu machen. Patient-reported input vernünftig zu bewerten. Und gerade in dem Bereich der Psychosomatik gibt es zurzeit noch sehr wenig an dem, was greifbar und validiert ist, an Messinstrumenten. Ich hatte ADHS erwähnt, aber auch Autismus. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass in ein paar Jahren herauskommen wird, dass da mehrere Krankheitsbilder drinstehen. Das Autismus-Spektrum ist sehr, sehr breit. Vernünftig zu schauen an den Daten, was Leute auch regelmäßig berichten, wie sie sich fühlen, welche Symptome sie haben, wird uns erlauben, Krankheiten besser zu erkennen. Und wenn wir sie einmal erkannt haben, dann sind die Lösungsansätze auch näher. Dazu kann ich jetzt auch als jemand sagen, der lange in der Pharmaindustrie gearbeitet hat, die haben in den letzten 15 Jahren ihren ganzen Forschungsansatz umgestellt und forschen sehr gerne an Patienten mit seltenen Erkrankungen, weil dort sich der Pathogenmechanismus am extremsten ausdrückt. Das heißt, zum Beispiel Novartis bei ALS hat sich zuerst damit beschäftigt mit Kindern, die eine Lebenserwartung bis zu 2 Jahren haben. Jetzt, wo sie das vor 4, 5 Jahren die Zulassung erreicht haben, sind sie bei ALS, das einem späteren Erwachsenenalter kriegt. Das heißt, der Schritt ist eigentlich immer der Krankheiten verstehen, klassifizieren und dann nach Lösungsansätzen suchen. Und ich glaube, nur wenn wir digitale Tools haben, die uns gerade im psychosomatischen Bereich erlauben, genauer hinzuschauen, wie sind die einzelnen Depressionen, Transidentität, ja? Autismus, da sind viele Krankheitsbilder dabei, wo wir meines Erachtens sehr grobschlächtig hingehen und wo Tools uns über kurz oder lang helfen werden, wirklich einen Schritt nach vorne zu machen. Jürgen. Also wenn ich da kurz was, also ich finde es unglaublich wichtig, dass uns klar ist, dass seltene Erkrankungen nicht so selten sind. Und genauso, wie es gerade gesagt worden ist, wir haben etwa 5% in unserer Bevölkerung
die eine mehr oder weniger seltene Erkrankung haben. Also wir haben mehr Patienten mit einer seltenen Erkrankung als FDP-Wähler im Schnitt. Und wenn wir kandidieren würden für einen Bundestag, wären wir drin. Weil da kommen ja noch die Eltern dazu, kommen die Geschwister dazu, Freunde und Beziehungspersonen. Die Seltenen sind zahlreich. Und jeder von ihnen kennt irgendwen, der eine seltene Erkrankung hat. Das geht gar nicht anders. Und deshalb ist das so. Und das, was du gesagt hast mit den psychosomatischen Erkrankungen, das ist ja ein Irrsinn zu glauben, dass nur weil man nichts findet, dass es eine psychische Erkrankung ist. Vielleicht haben wir auch nicht richtig gesucht. Und das ist aber die große Sorge, weil wenn jemand den Stempel Psycho auf der Stirn hat, dann wird nicht mehr gesucht, weil das ist ja krankheitsverstärkend. Und dieses Gefahrenmoment müssen wir in der Medizin berücksichtigen. Und da ist die Fallpauschale natürlich ein Riesenproblem, weil wenn wir früher 4 Wochen ohne Fallpauschalen, 4 Wochen Patienten hatten, nichts gefunden haben, haben wir halt hingeschrieben, nichts gefunden, Fieber unklarer Ursache. Ja? Heute könnte man sowas gar nicht abrechnen. Im Fallpauschalensystem ist es nicht vorgesehen, dass wir nicht wissen, was die Patienten haben. Und dann kommt halt eine Somatisierungsstörung als Entlassdiagnose. Und dieses Problem, das bricht den Patienten am Ende das Genick. Und das ist ja auch nicht so. Die Psychosomaten, die richtigen Psychosomaten, die erwarten ja ein biografisches Ereignis, dass eine Bezugsperson gestorben ist, dass Trennungsereignisse passiert sind, berufliche Verletzungen oder sonstige Mobbing-Erfahrungen oder sexuelle Belästigung oder was immer, was dann zu einer psychischen Belastungsreaktion führt. Und das kann man natürlich durch so eine ADA-App hervorragend überprüfen. Und ich weiß, ihr macht ja auch sehr viel mit Depressionsscores, die man ja auch sehr objektiv führen kann. Also da haben wir noch eine lange Lernkurve. Diese Form von Erkrankung siehst du natürlich auch in deiner Praxis. Jeden Tag, das ist sicherlich ein großer Anteil. Für mich ist die Frage, wie bist du darauf vorbereitet gewesen? Wie bist du auch in der Erwartung dorthin gekommen von dem, was du jetzt tatsächlich antriffst, an einem breiten Spektrum von Krankheiten? Und da bin ich wieder dabei, was könnte man verbessern? Es war tatsächlich so ein bisschen eine Art Kulturschock, als ich von der Notaufnahme, in der ich vorher gearbeitet hatte, dann in die Landarztpraxis gegangen bin, weil ich nicht erwartet hatte, dass so ein großer Anteil eben auch an psychosomatischen und psychischen Beschwerden stattfindet im Alltag. Ich denke auch, dass wir der Psychosomatik auf jeden Fall Beachtung schenken müssen, weil die einen großen Anteil einfach an den Diagnosen einnimmt. Aber natürlich erst, wenn man die gesamte Organik sozusagen untersucht hat und das dann ausschließen kann, dass es nicht doch eventuell eine seltene Erkrankung dahinter steckt. Ne? Ich möchte auch noch sagen, das soll jetzt nicht sein, dass ich gegen die Psychosomatik, im Gegenteil, es gibt ja viele Erkrankungen, da können wir auch nicht helfen. Und natürlich ist da die psychosomatische Betreuung eine ganz wichtige und hilfreiche Sache, dass die Patienten mit dem, was jetzt schicksalhaft vorkommt, halt besser umgehen können. Deshalb, also wir haben in unserem Team, Jochen, dank deiner Hilfe, von Anfang an eine sehr, sehr enge Kooperation mit der Psychosomatik. Das ist für uns das wichtigste Stellglied mit dabei. Nun haben wir ja, Jürgen, beide das Gleiche, dass wir irgendwie seit über 40 Jahren in diesem ganzen Thema Krankenhaus etc. tätig sind. Wenn du mal zurückblickst, war das früher leichter für dich, irgendwie eine Diagnose zu stellen vor deinem damaligen Wissen? Und jetzt kommst du heute, und ich weiß auch, du interessierst dich für Genetik, für alle möglichen Themen. Ist es nicht mitunter so, dass man sagt, es wird so schwierig alles? Nee, also es wird immer leichter. Und es wird schwieriger durch dieses Fallpauschalensystem, wo ich jetzt uns den Nachmittag verderben möchte, wenn wir darüber diskutieren. Aber wir wollen in die Tiefe. Ja, aber das, was halt wirklich die jungen Leute gar nicht zu schätzen wissen, wenn wir früher ein seltenes Syndrom, dann waren wir wochenlang in der Bibliothek und haben das Cyber-Syndrome-Buch durchgestöbert. Und dann musste man an die Primärliteratur gehen und was immer. Die jungen Leute jetzt bei uns, die Assistenzärzte, machen das in 5 Minuten am Computer mit Find Zebra oder mit UpToDate oder egal, was für Suchtools wir da nutzen. Und das ist ein unglaubliches Privileg, dass wir heute dank dieser IT-Unterstützung rasche Diagnosen stellen können. Und ich sage Ihnen also provokativ, ich meine, wenn man die Wahl hätte, im Notfallbereich zu stranden mit unklaren Bauchschmerzen, wo würde man denn lieber hingehen? Zu einem Chefarzt, der 40 Jahre Erfahrung hat
wie man das vor ein paar Jahren vielleicht gemacht hätte, der sagen kann, ich habe ja schon alles gesehen und ich finde auch alles raus. Aber sowas habe ich auch noch nie gesehen. Oder zu einem jungen Assistenten, der sagt, ich habe sowas auch noch nicht gesehen, aber ich gucke mal nach, ich google mal, das finde ich garantiert raus. Und dieses Spannungsfeld, dass die Medizin sozialisiert wurde durch das Internet, dass man jetzt wirklich in Sekundenschnelle das Wissen der Welt abfragen kann, auch die Genetik, eine unglaubliche Hilfe. Also ich fand diesen Vergleich von Herrn von Bohlen mit der Mathematik für die Physik unglaublich prickelnd und spannend, weil auch wir jetzt viele Erkrankungen erklären können durch einen genetischen Defekt, den wir früher überhaupt nicht erklären konnten. Das muss noch nicht zu einer Therapie führen, obwohl ich da auch optimistisch bin, dass wir irgendwann auch Gentherapien machen werden für solche Dinge. Aber es hilft den Patienten schon, dass sie nicht als Simulant diskriminiert werden. Anissa, Ada Health und Daten sind untrennbar. Das ist ein Thema natürlich. Jetzt, ihr seid nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern im Grunde seid ihr weltweit unterwegs. Was hast du für Erlebnisse, für Eindrücke, wenn du die unterschiedlichen Nationen siehst, wie mit eurem System umgegangen wird, wie offen oder wie zurückhaltend? Ja, das hängt sehr von der generellen kulturellen Einstellung ab, aber auch von der Ausstattung des Systems. Also wir sehen zum Beispiel, wir haben nie Werbung geschaltet in Indien, trotzdem haben wir dort über 1,5 Millionen Nutzer. Warum? Weil man dort aus seiner eigenen Tasche als erstes den Arzt bezahlen muss, bevor man hingeht. Und da überlegen sich die Leute, gut, gehe ich zum Hausarzt oder gleich zum Lungenfacharzt oder doch ins Krankenhaus. So, das ist eine. In den USA sind wir auch sehr, sehr weit genutzt. So weit, dass wir teilweise in unseren Daten schon sehen konnten, wenn durch die Eingabe, hier müsste eigentlich Masern geschehen sein. Und wir haben überlegt, ob wir das nicht an die CDC, also die Aufsichtsbehörde, melden müssen, weil so viele Leute Symptome angegeben haben, die auf die Erkrankung Masern passt. Ähnliches Zika-Ausbruch Brasilien. Ich glaube, dass die Bereitschaft, wenn man sich wiederfindet und wenn man gut versorgt ist, digitale Tools zu nutzen, ist sehr groß. In Deutschland übrigens ist die meistgesuchteste Diagnose bei uns die Migräne. Das heißt, da fühlen sich Patienten wahrscheinlich auch in der normalen Betreuung eher unterversorgt und wollen nochmal nachschauen, was könnte ich denn noch haben. Und unser Ziel allgemein ist es, Menschen zusammenzubringen. Wir haben deswegen auch eine Initiative für seltene Erkrankungen gegründet, um halt Technologie auch mehr zu verbreiten, damit wir alle schneller zu Diagnosen kommen. Und wenn ich da vielleicht noch ein kleines Beispiel anschließen darf, es gibt so tolle Dinge wie zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware, die die Abstände zwischen Augen, Lid, Lippen, Mund, Nase vermisst, weil man fast ein Drittel der seltenen Erkrankungen im Gesicht schon sehen kann. Aber welcher Arzt sitzt denn in der Hausarztpraxis mit einem Zentimetermaß und sagt, lassen Sie mich mal schauen. So, also es gibt vieles an der Technologie, was im Kommen ist, was vielleicht heutzutage eher noch auch Pilotcharakter hat, aber ich bin relativ sicher, in 3 bis 5 Jahren werden wir es nutzen. So, es wird irgendwie normal werden. Ne? Ich würde gerne dazu einmal sagen, dass das Problem ja auch generell in der Medizin, glaube ich, ist, egal ob jetzt Praxis oder Notaufnahme oder Krankenhaus, dass auch einfach zum Teil die Zeit fehlt, zum Beispiel mit Maßband da zu sitzen und jemanden, und wenn man eine Idee hat oder ein Gefühl, was das vielleicht sein könnte oder noch mehr zu forschen, zu überlegen, okay, da ist irgendwas dahinter, ich merke das, das ist nicht nur psychosomatisch, sondern da ist irgendeine größere Erkrankung, aber da muss man sich die Zeit auch nehmen können. Wenn ich jetzt im Wartezimmer 20 Leute sitzen habe, dann muss man sich natürlich überlegen, wie kann ich das denn einteilen? Das ist ein großes Problem heutzutage in der Medizin, also dieser Zeitmangel, den wir haben. Wenn jetzt Patientinnen und Patienten zu dir kommen und schon vorher, wir haben es heute noch mal gehört, sich ganz intensiv über Google informiert haben, wie bewertest du das? Stört dich das, dass die mit einer bestimmten Meinung schon reinkommen oder wie ist es? Ehrlich gesagt unterstütze ich das. Also das passiert mir mindestens einmal am Tag, dass jemand kommt, es tut mir leid, ich habe es gegoogelt. Und ich finde das aber gar nicht so schlimm, weil ich meine, ein Patient oder eine Patientin hat ja auch ein gewisses Gespür für sich und seinen Körper und hat eine Idee, was es sein könnte. Und wenn das dann schon mal so ein bisschen vorselektiert wurde, dann kann mir das ja in meiner Arbeit auch helfen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Und eventuell kann ich es auch vielleicht die Bedenken ausbügeln und sagen, okay, das passt jetzt irgendwie doch nicht so ganz, weil... Wir nähern uns jetzt auf die Endstrecke dieses Panels und ich würde gerne von euch dreien hören, ich fange mit Jürgen an, 2030, ja, wir blicken jetzt einmal ein paar Jahre voraus. Was ist für dich dann der große Unterschied zum heutigen Tätigkeitsbereich, wie du es machst? Na gut, also ich hoffe, dass man halt drei Bereiche verbessern können. Das eine ist die Diagnostik,
die immer schneller, immer effektiver und treffgenauer wird. Das andere wäre dann die Therapie, die dann computerunterstützt immer präziser und nebenwirkungsärmer sein wird. Und dann als dritten ganz wichtigen Punkt die Verfügbarmachung von innovativen Elementen, weil es kann nicht sein, dass nur die Uniklinik moderne Medizin und dann im Landarztbereich das abgekoppelt wird, sondern wir brauchen für die Praxen Kümmererstationen, wo man dann halt komplizierte Patienten hinverweisen kann. Und solche Anlaufstellen gibt es meines Erachtens viel zu wenige. Ja. Und da lassen wir die Niedergelassenen im Moment im Stich und da muss sich was ändern. Und da kann vielleicht ein Verbindungsvehikel. Genau, also ich würde dem allen zustimmen. Ich hoffe, dass sich Innovationen 2030 ganz schnell um die Welt ausbreiten. Der Einsatz, wie gesagt, unser Tool wird fast weltweit genutzt in 158 Ländern und ich hoffe, dass wir damit beitragen zur Entwicklung. Außerdem würde ich mir wünschen, dass wir alle Digitalkompetenz entwickeln für den Gesundheitsbereich. Nicht nur, sag mal, von Ärzten, sondern auch von Patienten, aber auch von dem Staat, von Institutionen, die Bereitschaft da ist zu sagen, wir sehen, es muss nicht nur verhindert werden, sondern wir sehen auch Vorteile für uns, wenn wir schneller behandeln. Und Schlusswort jetzt die Landärztin. Das, was Sie gesagt haben mit der besseren Unterstützung, gerade auf dem Land von Landärzten, Hausärzten, also das sehe ich ganz genauso. Die Digitalisierung bietet ja wahnsinnige Chancen, aber wenn man sich dann doch so, da bräuchte man ein bisschen mehr Unterstützung einfach. Und wenn man sich da auch mit größeren Zentren noch vernetzen könnte und das dann in den nächsten Jahren ausbaut, da wäre allen viel geholfen. Vielen Dank für dieses informative und kurzweilige Gespräch. Danke. Schön rum.